नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच। तो वे रीडिंग फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम। वन सेकेंड, इट वॉज द थर्ड कैंटो, 11th chapter, text 39 and 40. And okay, I'm just trying to get the title of the chapter. Title of the chapter is, okay, it's a little difficult to read on my phone, so I'll just leave it as it is. Text 39. Kaloyam paramanavadir viparardanta ishvaraha naivesitum praburbhumna ishvarudam maninam. Can you turn your thing on mute so that I just get background noises? Das ist möglich, das ist auf Mute einzustellen, weil anders höre ich euch. Kaluyam paramanya di dviparadam paishpara naivesitam praburbhumna ishvarudamamaninam. Ich habe das leider nicht auf Deutsch. Dieses Bhagavatam. Ich habe es nur auf Englisch. Ich kann es versuchen, persönlich zu übersetzen und naja, so gut wie möglich natürlich. Ja. Ich lese dann erst auf Englisch. Eternal time is certainly the controller of different dimensions. Die ewige Zeit beherrscht sicherlich die verschiedene Dimensionen, from that of the atom up to the superdivisions of the durations of Brahma's life. Von der Dimension von Atomen bis zu den auf eine größere Ebene. Während das Leben von Brahma. But nevertheless, it is controlled by the Supreme. Aber es ist beherrscht durch der allerhöchste Persönlichkeit Gottes. Derzeit kann nur diejenigen beherrschen, die in körperliches Bewusstsein sind. Und auch auf der Ebene von Satya Loka oder der höhere Planeten. Ja, hier gibt es keine Erläuterung, aber vielleicht ist es für mich einfacher, doch über dieses Vers zu sprechen, weil anders muss ich den ganzen, das nächste Vers hatte eine Erläuterung, aber da muss ich das auch auf Deutsch übersetzen, wird alles zu kompliziert. Also, ich fange einfach an mit diesem Vers. Wir sehen, wie der Zeit in dieses Universum alles überall. Und ich muss einen Moment nachschauen, wo es ist. Die Zeit oder der Zeit, ich bin nicht sicher. Zeit. Was ist es? Die Zeit. Gut. Hm? Stimmt das? Ja. So. Die Zeit beherrscht alles in dieser materiellen Welt. Überall ist die Zeit anwesend und jedes Aspekt in dieser Welt wird beherrscht durch Zeit.
Die Zeit manifestiert sich im Universum aller Ebenen, ja, vom höchsten Planeten bis zum niedrigsten Planeten. Systemen in unserem Universum gibt es Zeit. Zeit ist die größte Kraft, die wir überhaupt kennen in diesem Welt. Und manchmal denkt man Atomkraft, aber Atomkraft ist auch begrenzt. Aber der Zeit zerstört alles. Der Zeit einfach alles entsteht, entwickelt sich und wächst und blühtet ein wenig und dann bricht es wieder langsam ab, ja, und verschwindet mit der Zeit. Ja. Das ist einfach, wie wir leben in dieser Welt. Die Zeit auf unserer Planete läuft ein wenig anders als auf höhere Planeten. Auf höhere Planeten haben die Lebewesen ein viel längeres Leben. So wird gesagt, dass einen Tag von die Halbgötter dauert 6 Monate von unserer Zeit. Und die Halbgötter leben 100 von ihren Jahren. Ja, dann kann man das natürlich berechnen. So wird auch beschrieben in die vedischen Schriften, wie manchmal Persönlichkeiten von unserer Welt, von unserer Planeten, in andere Yugas, die sehr mächtig waren, die Möglichkeit hatten zu reisen nach die höhere Planetensystem und durch die Planete von Brahma gereist war. Und als die vor Brahma erschienen waren, dann hatten sie ein wenig Zeit verbracht mit Brahma. Und dann, als sie zurückgekehrt waren nach der Erde, war so viel Zeit schon vorbeigegangen. Ein Moment von Brahmas Zeit ist eine sehr lange Zeit auf diesem Planeten. So wird gesagt, dass König Raivata hatte eine schöne, schöne Tochter. Und diese Tochter war auf ein Alter, dass er ein Ehemann für sie gesucht hatte. Und dann wollte König Raivata fragen an Brahma, wer wirklich der richtige Ehemann sein könnte für seine Tochter. Und als er da war, hat er ein wenig gewartet auf Brahma, der beschäftigt war, und dann war er in ein Gespräch angefangen mit Brahma, und dann hat Brahma erwähnt, dass die Zeit ist schon vorbeigegangen. Und viele von die Königen und so weiter, die du im Gedanken hatte für deine Tochter, sind schon gestorben. Weil auf die Erde läuft die Zeit viel schneller. Also das Leben ist viel kürzer. So war dann. Aber dann hat er gesagt, dass Balaram kann deine Töchter heiraten. Ja, und dann, was passiert war, als König Raivata mit seiner Tochter zurückgekehrt war, dann hat sich das Yuga geändert. Wir verstehen das auch, dass in ein universales Rahmen es sehr lange Zeitalter gibt, die Yugas genannt werden, und diese Zeitalter, die wiederholen sich und laufen für Hunderten, Tausenden von Jahren. Was geschehen war, dass König Raivata und seine Töchter waren in Dwapara Yuga. Und als sie nach Brahma gegangen waren,
dann hatten sich die Yuga schon geändert und mal Kali Yuga angefangen. In Kali Yuga sind die Leute viel kleiner als in Dwapara Yuga. In Dwapara Yuga sind die Leute so ungefähr 5-6 Meter lang und die leben 1000 Jahre. Die in Kali Yuga leben sie maximum 100 Jahre und sind sicher nicht größer als 2 Meter. Ja. So gab es dann ein Problem, dass Rama hat gesagt, dass Balaram ist der richtige Ehemann für Revati, seine Töchter. Aber ja, das Problem war, das Mädchen war zu groß. Ja, sie war schön, alles war gut, aber sie war zu groß. Naja, Balaram, die ist die allerhöchste Persönlichkeit Gottes und hat das einfach geregelt. Er hat sie heruntergezogen. Ja, und auf diese Weise war sie kleiner geworden und dann angepasst für die und dann hat Balaram dieses Mädchen geheiratet. Naja, nur diese Geschichte erwähnt uns ein wenig, wie auf verschiedenen Ebenen die Zeit einfach sich manifestiert und in eine verschiedene Art. Aber dass jeder erfahrt so ungefähr ein Leben von 100 Jahren, aber von seinen eigenen Jahren. So sehen wir, dass Tieren manchmal, ein Hund lebt vielleicht 15 Jahre oder bis zwischen 10 und 15 Jahren. Und ja, und ein Hund geht durch all die Änderungen. Ja, der Hund ist jung, ist Kind, wird erwachsen, wird alt. Und der Hund hat Kinder und so weiter. Alles geht auch die gleiche Phasen im Leben, finden auch statt im Hundesleben. Aber alles innerhalb 10-12 Jahren. Und bei uns ist es vielleicht 70 Jahre. Aber die gleiche Vorgang von Änderung machen wir durch von Jugend bis zum Altertum und so weiter. Ja. So erfahren an, 100 Jahre, aber doch die Halbgötter, die haben ein viel längeres Leben. So hören wir, dass Brahma meditiert für 60.000 von seinen Jahren. Ja, das ist unglaublich lange Zeit von unserem Standpunkt aus. Okay, das ist ein wenig über wie Zeit geregelt ist, wie Zeit sich manifestiert in unserem Universum. Dann, vielleicht wichtiger für uns, ist die Bedeutung von Zeit und was steckt dahinter? In der materiellen Welt hat das Lebewesen sich abgekehrt von Dienst an Krishna. Und das Lebewesen ist nicht länger Krishnendriya, nicht länger eingestellt auf die Sinnen von Krishna zufriedenzustellen, aber das Lebewesen ist eingestellt auf persönliches Sinnengenuss, Atmendriya, das Lebewesen versucht sein, das bedingte Lebewesen in dieser Welt versucht sein, eigene Sinnen zu befriedigen. Ja, das ist das Unterschied. Und dann nimmt das Lebewesen
ein Geburt in eine Welt, wo alles beschränkt wird durch Zeit. Ja. Auf diese Weise ist der Zeit, ist die Zeit eine Regnung von Krishna, um die Lebewesen langsam zum Verwirklichung zu bringen, zum Verständnis zu bringen, dass es nicht wirklich Sinn hat, um sich zu beschäftigen mit Genießen von dieser materielle Energie. Weil die materielle Energie ist von Natur aus verschieden von spiritueller Energie. Spirituelle Energie ist ewig und materielle Energie ist immer gebunden an Zeit. Und die Seele ist auch ein spiritueller Lebensfunk. Und als spiritueller Lebensfunk ist die Seele auch ewig. Und deswegen, als die Seele eine Beziehung angeht, mit zeitweiliger Beziehung mit der materiellen Natur, dann ist es nicht möglich, für die ewige Seele in so einer Beziehung Erfüllung zu finden. Natürlich, jetzt manifestiert unsere Existenz sich als auf zwei Ebenen. Auf der Ebene von der Seele, ein ewige Existenz, und vielleicht gleichzeitig auf der Ebene vom Körper, ein zeitweilige Existenz. Und so sind wir zwischen zwei Welten. Wir sind zwischen zwei Welten, an der einen Seite beschäftigt mit der materiellen Energie und materieller Erfahrung. Und das ist jetzt, wie wir die Wirklichkeit erfahren müssen, auf zwei Ebenen. Okay, viele Leute sind nur auf der materiellen Ebene und können dann natürlich überhaupt nichts über die ewige Seele verstehen. Aber als wir dann anfangen, als durch Gnade von Krishna, unser reiner Gottgeweihten, und transzendentales Wissen empfangen, dann verstehen wir sehr klar, dass wir nicht dieses Körper sind, aber ewige Seelen. Aber gleichzeitig haben wir doch dieses Körper. Und ist der Seele jetzt dann doch gefangen in ein materielles Körper? Und können wir auch nicht vermeiden, zu handeln durch dieses materiellen Körper? Und dieses materielle Körper hat viele Notwendigkeiten. Wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen, wir sind immer gezwungen durch unseren Körper. Also auch in spirituelles Leben geht das einfach weiter. Dieses Körper ist immer wieder da und braucht viele Sachen, nicht nur für Sinnenbefriedigung, nur zum Überleben. Wir müssen essen, wir brauchen ein Haus, brauchen warme Decke, Kleidung, brauchen und dann kommt die Bedingung vom Körper. So, zuerst haben wir die biologische Notwendigkeiten vom Körper und dann haben wir Bedingungen vom Körper. Unseren Körper
beherrscht auch unseren Geist und fängt an, unseren Denken, Fühlen und Verlangen zu beherrschen. Ja, und dann kommt die Neigung, um die Sinnen des Körpers, die Sinnen sind verbunden am Körper, Teil vom Körper, und die Sinnen fangen dann an, unseren Bewusstsein zu beherrschen. Dann sind wir auf der körperlichen Ebene. Und auf diese körperliche Ebene, ja, werden wir beherrscht durch Körper und Geist ist auch Teil davon. Das hat ja, Körper, das grobe Körper und das feinstoffliche Körper, der Geist und Intelligenz und falsches Ego. Wir werden dann total versunken in die Verlangen, die uns aufgezwungen werden durch unseren Körper. Ja, als Kind rennt man ja um und spielt und so weiter und dann manifestiert sich auf einen Moment Sexualität. Oh, dann hat alles sich geändert. Dann auf einmal beherrscht das unseren ganzen Leben. Aber dann langsam wird man älter. Und ja, dann ändert sich auch ein wenig unsere Einstellung. Und es wird einfacher, loszulassen. Ja, als wir ein wenig älter werden. In spirituelles Leben verstärken wir unsere Verständnis, dass wir ewige Lebewesen sind. Und nicht nur das, aber dass auch als ewige Lebewesen wir immer Diener Krishnas sind. Und weiter noch, dass alles, was sich manifestiert, auch seinen Ursprung in Krishna hat und Krishnas Energie ist. Ja? Entweder spirituelle Welt oder die materielle Welt haben beiden ihren Ursprung in Krishna. Aham Savasya Prabhu Mata Savam Prabhatate Iti Mata Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvitaha. Krishna sagt, ich bin die Ursprung von beide, die materielle und spirituelle Welten. So, das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Also ein Geweihter sieht, dass wir als Seele die ewige Diener Krishnas sind und dass alles ist Krishnas Energie und wir sind dann immer entweder direkt mit Krishna als Person beschäftigt oder mit Krishnas Energie. So, das Ziel von das Leben ist dann einfach zu verstehen, wer wir sind. Krishna ist der allerhöchste, unbegrenzte, allwissende, allmächtige Persönlichkeit Gottes. Wir sind auch spirituelle Teile von Krishna, wie ein Funke von einem
einem Feuer auch die Eigenschaften vom Feuer hat. Ja. Eine Funke kann auch brennen. Und manchmal, als wir so ein Yagya machen und die Mantren chanten, dann knatzt das Holz und dann auf einen Moment schießt eine Funke auch aus dem Feuer auf unsere Dhoti und dann gibt es ein Loch. Ein kleines Loch, so mit einem schwarzen Rand hier oben. Ich sage, oh, ja, mein Dhoti. Ja, so, weil diese kleine Funke hat auch die gleiche Art wie das Feuer selbst. Natürlich wäre, als dem ganzen Feuer auf unseren Schuss gesprungen war vom Yakya, ja, dann waren wir total verbrennt worden. Ist es nicht. Nur ein kleiner Funke hat den gleichen Art als dem Feuer, aber nicht die gleiche Kraft. Nur ein wenig. Und das Feuer brennt auf voller Kraft und der Funke brennt nur ein wenig. Aber doch, es hat die gleiche Art. So hat das Lebewesen auch die gleiche Art als die Persönlichkeit Gottes. Die Persönlichkeit Gottes ist Satzitanand, ist ewig, ist voll Wissen und voll mit Glück. Das Lebewesen von seiner Natur aus ist auch Satzitanand, ist auch ewig, ist auch voll Wissen und ist auch voll mit Glück. Als das Lebewesen versucht, sich abschneidet vom Krishna und unabhängig umgeht mit den Energien Krishnas, dann kann das Lebewesen nicht Glück finden, weil Glück kann man nicht finden mit der Energie ohne Krishna. Ja. Nur als man die Energie versteht in seiner Beziehung mit Krishna, dass Krishna der Ursprung ist davon, und man handelt danach, dass Krishna ist, alles ist das Eigentum Krishnas. Und so, als man diese Energie von Krishna, die materielle Energie von Krishna, nützt und man nimmt diese materielle Energie und bietet es an Krishna in seinen Dienst, ja, dann bringt auch diese materielle Energie uns Glück und Erfüllung im Herzen. Weil die Erfüllung kommt von der Beziehung mit Krishna. Dann nützen wir diese materielle Sachen, um Krishna zufriedenzustellen. Und dann erfahren wir auch Glück. Das ist das Hauptpunkt, dass man muss sich verbinden mit Krishna und Prabhupada gibt das Beispiel als den im Körper auf einen Tag den Hand entschieden, dass es wirklich extrem war. Warum sollte diese Hand immer arbeiten für den Magen? Ja. So viel Arbeit zum Essen und der Hand hat entschlossen von nein, ich arbeite nicht länger für anderen, ich arbeite nur für mich selbst. Und als ich etwas Gutes habe, dann behalte ich es einfach. Warum sollte ich das abgeben? Aber ja, als der Hand dann das Essen festgehalten hatte und behalten hatte, dann hat es doch nicht funktioniert. Dann nach einiger Zeit war den ganzen Körper schwach geworden, auch den Hand war schwach geworden. Aber als den Hand dann wieder verstanden hat, dass er ein Teil war in eine größere Einheit und
dann in diese größere Einheit seine richtige Stelle eingenommen hatte und dann wieder alles angeboten hat am Magen, dann hat den ganzen Körper wieder Kraft bekommen und auch den Hand hat wieder Kraft bekommen. So, in dieser Geschichte von der Hitopadesh, ist es sehr klar erwähnt, wie wir auch als Lebewesen ein Teil sind von einer größeren Einheit. Und als wir uns abkehren von dieser größeren Einheit, ja, dann ist es einfach, dann erfahren wir kein Glück, keine Erfüllung, dann leben wir ein Leben, wo wir voll mit Verlangen, aber es ist ein Leben von Frustration, weil es wird nicht erfüllt. Und so versuchen wir dann immer weiter und weiter in diese materielle Welt Glück zu erfahren, aber es funktioniert nicht. Die Zeit dann ändert alles. Ja. Ich war mal einmal in Köln auf ein Sonntagsfest und dann gab es ein Clown von ein russisches Staatszirkus. Und dieser Clown hat für uns eine kleine Veranstaltung gemacht. Er hatte auf sich hingesetzt auf einen Stuhl. Dann hat er verschiedene Moment. Mein Meiser auf mein iPad. Das will ich nicht. So. Ja. Der hat sich auf einen Stuhl hingesetzt und dann auf seine Füße hat Ballen und der hat er herumgedreht auf seine Füße. Dann hat er auch zwei auf seinen Finger so gehabt, auch schnell herumgedreht und dann noch einer mit einem kleinen Stock so auf seine Nase, an seine Nase. Also fünf hat sich gleichzeitig herumgedreht. Das war natürlich sehr beeindruckend. Schön so, das zu sehen auf einem Sonntagsfest im Tempel. Meine einzige Frage war, das war wunderbar, aber was hat es zu tun mit Krishna-Bewusstsein? Dann nachher hatte ich die Vorlesung gegeben und ich war noch inspiriert durch unsere Clown und ich hatte dann meine Vorlesung darauf gegründet und gesagt, ja, hier in der materiellen Welt gibt es einen Fluss von Gelegenheiten, von Möglichkeiten. Und dieser Fluss von Möglichkeiten und Gelegenheiten strömt an uns vorbei. Und manchmal, und wir stehen so am Rand als Kind, und als wir jung sind, dann sehen wir einige Guten und wir versuchen sie allen gleichzeitig zu fangen. Und ja, der nehme ich auch. Und wir spielen herum und drehen sie mal herum. Und ja. Cool, Daddy, cool, ja. Auf ein Skateboard oder wie auch, ja. Dann geht der Zeit vorbei. Wir werden ein wenig erwachsener, wenig älter. Spiele nicht mehr so. Aber als eine echte, gute Gelegenheit vorbeikommt, dann denken wir, oh ja, diese muss ich haben. Ja, greifen wir an. Okay, habe ich. Warte. Nee. Ja, die muss ich haben. Habe ich. Und die Zeit geht vorbei. Und wir werden ein wenig älter, unseren Körper wird ein wenig schwächer und diese
diese Lust, es strömt mal weiter, mehr und mehr Gelegenheiten werden uns angeboten. Und manchmal schaffen wir es einfach nicht, ja, um das auch noch dazu zu nehmen. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Manchmal sagen, naja, lass mal gehen. Also gut war es doch überhaupt nicht. Und am Ende gibt es zwei ältere Leute, die sich so neben den Fluss hingesetzt haben, auf eine Bank. Und sie gucken mal an, was so passiert. Und sie gucken nach dem Fluss und sehen alle Gelegenheiten, die so manchmal vorbeigehen. Und manchmal sagt einer an den anderen, oh, guck mal an, das ist ein Guter. Und das ist es. So mit der Zeit verlieren wir unseren Kraft, unsere Möglichkeiten. So werden mit der Zeit werden unsere materiellen Möglichkeiten vermindert. Aber gleichzeitig spirituell mit der Zeit entwickelt sich was. Hingebensvollen Dienst ist die Verbindung mit Krishna, mit die ewige Dimension. Und als wir anfangen, hingebensvollen Dienst auszuführen, dann bekommen wir davon transzendentales Erfolg. Und dieses transzendentales Erfolg zieht Krishna an und Krishna guckt uns an und Krishna schickt uns auch mehr Gnade und dann fängt an, langsam nach und nach eine Änderung sich durchzuführen in unseren Herzen. Moment, ich brauche was. Und dass diese Änderung sich durchführt in unseren Herzen, dann weckt sich etwas in uns auf. Gefühl wird aufgeweckt. Gefühl für Krishna. Gefühl, um Krishna zu dienen. Und wir werden angezogen. Wir fühlen die Anziehungskraft von Krishna und sind sehr begeistert, Krishna zu dienen jetzt. Und diese Begeisterung, die weckt sich und entwickelt sich und vertieft sich. Und über den Zeit, unseren Körper wird immer älter und älter und schwacher und schwächer, schwächer und schwächer. Und wir können fast wir können nicht mehr tanzen wie früher. Ja. Aber dann, innerlich, entwickelt sich die Begeisterung durch mehr und mehr hingebensvollen Dienst. Und nach Jahren von hingebensvollen Dienst sind wir voll mit transzendentalem Geschmack und Energie. Und das kommt aus dem Herzen raus. Und manchmal vergessen wir einfach, dass wir alt sind und wir tanzen herum. Und wie ist das möglich, dass dieser alte Mann so hier umtanzt? Ja, später wird er es vielleicht fühlen, ja. Später wird er es fühlen, von was habe ich gemacht. Aber einfach, er war mitgeschleppt worden durch seine Begeisterung, die jetzt losbricht von seinem Herzen und ihn übernimmt. Und so wird man transzendental, innerlich in gefühlsmäßige Erfahrung wird man transzendental am Körper und an diese ganze begrenzte materielle Energie. Unseren Körper und der Welt herum und unseren Körper, alles gemacht von materieller Energie, immer beschränkend, immer begrenzend. Ja, aber und durch Zeit weiter begrenzt und beschränkt. Aber innerlich ist das nicht so. So sind Vaishnavas mit der Zeit immer tiefer und immer mehr und mehr versunken in Krishna.
Und so wird Bhakti mit der Zeit immer, was ist das Wort? Muss ich einen Moment überdenken. Es ist Sandhananda Vises Atma. Es wird immer mehr konzentriert. Ja. Es ist sehr konzentrierte Bhakti, die Hingabe an Krishna ist stark im Herzen und eine sehr konzentrierte Kraft. Am Anfang ist, ja, sind ein wenig begeistert hier und über Kirtan, ja, Japa etwas weniger, oh, dann Dienst, ja, ich will ein wenig direkte Dienst für Krishna auf dem Altar ziehen an, aber die Badezimmer putzen zieht mir nicht so an. Ich habe mehr Geschmack für einen Dienst als für andere Dienst, so im Anfang. Ja, ist unsere spirituelle Erfahrung noch nicht so tief. Ja. Aber es vertieft sich mit der Zeit und wird immer stärker und stärker. Und so, so wechseln wir auf transzendentale Ebene. Versunken, total versunken in Erinnerung an Krishna. Und dann wollte ich das Beispiel geben von Karate. Und in Karate, im Anfang sieht man die junge Karate-Kämpfer. Und die machen unglaubliche Bewegungen. Und manchmal fliegen sie durch den Luft und so weiter. Und ihren Kampf, das ist unglaublich. Und dann sieht man manchmal, wie der alte Meister kommt heraus. Und der alte Meister, der bewegt nicht so wie der Junge, aber der alte Meister, der hat diese innere Chi-Kraft, ja. Und einfach mit seiner inneren Chi-Kraft explodiert alles an und seine Feinde fliegen in alle Richtungen einfach durch, als er diese Ziehkraft entlöscht. Ja. Okay, das ist ein Beispiel, wie unsere Bhakti sich innerlich entwickelt und mehr konzentriert wird und die Kraft sich immer stärker aufbaut und wie wir dann über diese materielle Energie und Bedingungen, Beschränkungen hinaussteigen und uns einfach im Bewusstsein leben in Beziehung mit Krishna. Ja. Natürlich haben wir noch immer dann ein altes Körper und so weiter und solange wir in dieser materiellen Welt sind, spielt das auch eine Rolle. Aber doch, im Bewusstsein wird man dadurch nicht mehr beeinflusst, als man auch total versunken ist in der transzendentalen Ebene. Und so ist man dann ein Jivamukta geworden, ein befreite Seele. Und dann, am Ende des Lebens, ja, dann geht man automatisch zurück zur Gottheit. Man war schon da eigentlich. Innerlich war man schon da. Also dann das Moment des Todes ist dann auch keine große Änderung mehr. Das ist dann einfach ein kleiner Schritt von einem Zustand nach dem anderen. Und nach dieses Leben kehren wir zurück nach der spirituellen Welt. Und da gibt's keine Zeit. In der spirituellen Welt, ja, alles wird nicht beherrscht durch Zeit. Es gibt Zeit, aber nicht, dass alles beherrscht wird durch Zeit in der spirituellen Welt. In der spirituellen Welt, es gibt einen Anfang von einem Spiel, Krishna mit seinen Freunden und Gefährten geht im Wald herein und es ist Morgen. Und sie kehren zurück in Abend. Es gibt Morgen und Abend. Das ist doch Zeit von Zeit. Ja, aber das ist alles
alles nur da, um eine andere Stimmung zu schaffen. Es ist nicht, dass das alles beherrscht. In der spirituellen Welt ist der Zeit ist nicht der Herrscher über alles, was es gibt. Es unterstützt nur und man kann es manchmal verlängern oder beschränken, wie es auskommt. Weil in der spirituellen Welt wird alles beherrscht durch Grasa, durch Geschmack in die Beziehung, in der Austausch mit Krishna, in hingebensvollem Dienst. Und Rasa ist wichtig. Und es ist Rasa, zum Beispiel, als Krishna Frühstück nimmt, dann dauert Frühstück unglaublich lang. Ja, weil das gibt dann die Möglichkeiten, dass vielen Krishna dienen können. Krishna nimmt Frühstück zu Hause, Krishna nimmt Frühstück bei den Nachbarn. Es bleibt einfach Frühstückzeit. Dann läuft die Zeit nicht weiter. Und als es für das Rasa, für das Geschmack in die Austausch, ist es noch immer wichtig, dass es Frühstückzeit bleibt. Als es dann genug ist von dieses Rasa und Zeit ist für einen anderen Rasa, ja, dann ist Frühstück vorbei. Und dann ist es Zeit, um im Wald zu gehen und dann fängt das Waldrasa an. Die Erfahrung, die Austausch, die es dort gibt im Wald. Und dann, ja, dann will Krishna auch nicht aufhören damit. Manchmal wird Krishna gerufen, um zurückzukehren zu Hause. Und dann spielt er einfach weiter. Ja, Rasa. In der spirituellen Welt wird alles beherrscht durch Rasa. In der materiellen Welt alles beherrscht durch Zeit und so. Als wir anfangen mit hingebensvollen Dienst, können wir langsam über diese Welt von Zeit, die von Zeit beherrscht wird, hinaufsteigen und ankommen in der Welt von Rasa, in die Beziehung, wo einfach dienen und Krishna. Das höchste, meist wunderbare Ziel des Lebens ist. Vielen Dank. Ich habe versucht, für euch auf Deutsch etwas zu erwähnen. Entschuldige mich für meine Fehler in der Sprache, aber ja, Tatvak Visargo Janataka Vibhago. Auch als es nicht perfekt präsentiert ist, dennoch können die Vaishnavas das wertschätzen, weil wir sprechen über Krishna. Und das macht alles perfekt. Hare Krishna. Dann jetzt, als es Fragen gibt, dann könnt ihr ihre Mute wieder umstellen und dann kann ich hören, ihre Fragen hören. Und die können vielleicht, also es Leute von Ebenhausen, auch können sie das schicken und nach Gomohan und dir kann sie dann vorlesen. Das wäre das Einfachste. Hare Krishna. Ja, noch jemand da? Kommst? Wir müssen hier. Ananda Krishna hat eine Frage. Wo muss ich? Ja, doch. Hare Krishna Maharaj. Ja. Könnte man sagen, dass das Priyat Bhagavatamrita ein Übergang ist von Srila Prabhupads Präsentation von Krishna Lila zu dann den mehr esoterischen Teilen, vielleicht auch von Rupa Goswami und dass sich die Teile, die sich dann mehr auf Gopi Ras beziehen, so ist Priyat Bhagavatamrita ein guter, wie sagt man, Übergang in mehr Lila Katha und hat vielleicht Sanatan Goswami auch Priyat Bhagavatamrita auf diese Art und Weise konzipiert. Okay. Priyat Bhagavatamrita
ist ein wunderbares Buch von Sanatan Goswami. Und es gibt zwei Geschichten in Brihad Bhagavatamrita. Ich will mich jetzt dann richten auf die Hauptgeschichte in Brihad Bhagavatamrita. Und das ist die Geschichte von Gopakumara. Gopakumara ist ein, in sein ewige Stelle, ist er ein kuriertes Junge von Govardhan. Und, aber ja, Gopakumara ist ist auf eine Weise oder andere in diese materielle Welt gekommen und er sucht nach das Ziel des Lebens und er entgegnet einem spirituellen Meister und unter die Anweisungen von seinem spirituellen Meister fängt er an, ein Mantra zu chanten und dann geht er nach der spirituelle auf den Weg nach höhere Regionen in im Universum und dann langsam nach und nach geht er nach der andere Seite, der spirituelle Seite. Und erst gibt Sanatan Goswami uns ein tieferes Verständnis über die höhere Welten im Universum, die höhere Planetensysteme und wie das Leben sich da oben, würde ich mal sagen, im Universum noch abspielt. Und dann sehen wir, dass manchmal auch Einflüsse hereinkommen von der spirituellen Welt. Auf einen Moment kommen die vier Kumaras herein, die gleichzeitig anwesend sind in Vaikunta und gleichzeitig sich manifestieren auf Siddhaloka, wo allen Siddhaloka ist der Ort ein wenig unter Brahmaloka, der höchste Planet. Und das ist der Planet Siddhaloka, wo von den Yogis, die allen Siddhis versuchen zu entwickeln, die allen Siddhis haben mystische Kräfte und die sich beschäftigen Meditation. Und dann sehen wir, wie die vier Kumars so zwischen die beiden Welten sind, dass die anwesend sind in der spirituellen Welt, in der materiellen Welt, diesen Einfluss genommen, manifestiert sich. Und wir sehen, dass als man höher im Universum kommt, dass man weniger beschäftigt ist mit dem Körper, wenig beschäftigter ist mit die Sinnen zu befriedigen und dass man mehr und mehr beschäftigt ist mit einem spirituellen Ziel und dass langsam nach und nach sich die Beziehung entwickelt mit Krishna oder seine Erweiterungen und dann am Ende nimmt Sanatan uns nach Vaikuntha-Welten in der spirituellen Welt und dann von Vaikuntha weiter und weiter, bis wir ankommen in Goloka, auf der höchsten Ebene. Und dann in Goloka gibt es die tiefste Erfahrung von Rasa. Als wir einmal diesen Übergang gemacht haben von materieller Welt nach spirituelle Welt, dann erfahren wir mehr und mehr über Rasa, über die Beziehungen mit der allerhöchsten Persönlichkeit Gottes und die Austausch von Dienst und Ekstase und Liebe, ja, in Rasa, ein Austausch von Glückserfahrung und gleichzeitig herausgefordert werden, mehr zu dienen und dann noch wieder mehr Glück erfahren. Die tiefste Glückerfahrung in Rasa gibt es in Goloka Vrindavan. Und so wird die ganze spirituelle Welt
von Vaikuntha Planeten bis zum Goloka Vrindavan beherrscht durch Rasa und die höchste Erfahrung von Rasa gibt es dann in Goloka. Sanatana Goswami beschreibt das auf eine wunderbare Weise. Wir sind auf einer Reise und werden einfach mitgenommen in diesem Buch, in all diese Welten und erfahren die verschiedenen Welten, die es gibt, innerhalb dieses Universums und in der spirituellen Welt. Und umso bleibt es nicht nur theoretisch, aber wir bekommen einen Geschmack von was sich dort alles abspielt. Ich kann jetzt natürlich hier kein Seminar geben über Brihad Bhagavatamrita. Das ist ein großes Buch mit 3 Bände. Also das muss man vielleicht lesen. Oder vielleicht muss jemand ein Seminar geben über Brihad Bhagavatamrita. Aber ich denke, dass du recht hast, ja, Ananda Krishna. Das hast du richtig verstanden, wie Sanatana Goswami uns dann von dieser materiellen Ebene nach der spirituellen Ebene von Zeiterfahrung bis nach Rasa-Erfahrung bringt und dann das mehr und mehr vertieft. Ja. Hare Krishna Maharaj, da ist eine Frage, die jetzt auch noch geschrieben wurde von Krishni Bandava Prabhu. Und er fragt, Maharaj hat gesagt, wir könnten erst mit der Zeit einfacher loslassen, das heißt Alter und spirituelle Erfahrung, aber die Prinzipien befolgen und so weiter. Müssen wir jetzt schon? Wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, es ist ohne Zweifel, fängt spirituelles Leben an mit Tapasya, dass man freiwillig eine persönliche Streit angehen muss, dass man kämpfen muss mit die Sinnen und der Geist. Da fängt's an. Natürlich, Bhakti bietet uns einen Vorgang, bietet uns eine Struktur und von regulierenden Prinzipien und viel mehr. Es gibt uns Anweisungen, was zu tun und was nicht zu tun. Und dann, als wir diesen Vorgang von Bhakti nachfolgen, dann hilft es uns, um diese Streit mit Geist und Sinnen anzugehen. Dazu brauchen wir auch noch Unterstützung von anderen, die auch gleichdenkend sind und auch auf dem gleichen Weg sind, so, weil zusammen wird es leichter. So fangen wir an mit Tapasya, mit freiwillig diesen Streit aufzunehmen. Aber ja, das ist nur ein Anfangsproblem, in das spirituelles Leben dann nur Tapasya wird, nur Streit wird. Als man ein wenig weitergeht im Dienst, dann kommt auch durch Gnade von Krishna kommt auch Geschmack. Und dann ist es noch immer Tapasya, noch immer Streit mit Geist und Sinnen, aber gleichzeitig gibt es dann daneben auch mehr und mehr Geschmack in spirituelle Beziehungen mit Krishna und so weiter. Und nach wird diese Seite von spirituelles Geschmack größer und größer und dann wird es leichter und leichter, dass dieses Streit wird dann mit diesen Geist und Sinnen wird dann immer leichter und leichter. Und auf einen Moment ist der Geschmack, ist um Krishna zu dienen und über Krishna zu hören und mehr und mehr zu entdecken in diesem unglaublichen Welt, in diesen Ozeanen von Krishna-Bewusstsein
Und man geht einfach rein und man geht tief rein und erfahrt so viele ekstatische Momente, dass man überhaupt vergisst, was Sinnen und Geist, nein, habe ich keine Zeit dafür. Ja? Nee, das ist okay. Samstagabend trinken mit Freunden und nein, keine Zeit dafür. Nein, danke. Das interessiert mich nicht mehr. Ich habe dafür alle Interesse verloren. So auf natürliche Weise steigt man Streit, dieser persönliche Streit hinaus. Aber ein Anfang ins spirituelle Leben ist es, da fängt es an. Wir bekommen transzendentales Wissen und dann das alles nachzufolgen, wird eine persönliche Streit. Aber ja, wir entwickeln uns schnell und zusammen mit anderen gibt es viel Ekstase, ekstatische Momente. Und das gibt uns Kraft, um weiterzugehen. Und dann wird man sicher das transzendentale Ziel erreichen und über diese persönliche Streit hinaussteigen. Dankeschön. Danke, Maharaj. Hare Krishna. Schön. So viele Leute sind da auf der Farm. Das ist schön zu sehen. Sind wir alle hier versammelt? Ich hoffe, es geht dir gut und ihr habt eine Shringadeva, also ihr habt das, ihr seid in das richtige Ort, der Herr in seine persönliche Schutzgestalt ist da für euch, ihr lebt an seine Füße. Ich denke, es gibt kein besseres Ort zu sein in dieser Welt. An den Lotusfüße seid ihr sehr gut geschützt. Und es gibt genug zu tun dann auch. Ja, es gibt eine Schringede braucht immer versorgt zu werden, in verehrt zu werden. Und dann, das gibt uns auch ein Ziel. Es gibt uns einen direkten Dienst und ja, das ist wunderschön. Dann haben wir auch noch ein wenig Land und dort können wir noch einige, vielleicht Gemüse, Getreide oder sowas, ein wenig Landwirtschaft vielleicht auch gut sein in diesem Zeitalter. Ja? Und so habt ihr dort viele gute Möglichkeiten, muss ich sagen. Ja. Krishna sorgt für seine Geweihte. Und ja, dann haben wir noch Internet, auch noch. Ja, und da muss man sich nicht verlieren mit diesem Internet. Aber an sich ist es doch schön, dass ich dort da sein kann bei euch. Ja, einfach mit so einem kleinen Zoom. Ich zoome herein und dann habe ich doch ihre Gemeinschaft. Und muss ich sagen, es ist sehr schön, euch so anzusehen. Ja? Ja? Auch schön, dass du hier bist, Maharaj. Ja, es ist wunderbar. Ich bin hier in Südafrika. Und Südafrika ist in total Lockdown. Down. Hier, es gibt dann auch keine Flüge. Das ja nicht Ambassade, die Botschaft, regelt vielleicht noch was. Da es gibt noch Notflüge, um Leute zurückzubringen nach ihrem Land. Ich arbeite daran, aber ich weiß nicht, was davon kommt. Also, wir sind hier in Südafrika. Dann gab es eine Moschee und gestern und 17 Leute waren in den Moschee
und hatten dort ihren Gebeten gesagt. Und der Polizei war reingekommen und hatten allen verhaftet, ja. Weil es gab ein Totalverbot, ja. Es ist nicht erstattet, ja. Für ein religiöses Treffen ist auf diese Schule nicht erstattet, ja. Also, ihr habt viel Glück, dass ihr so eine Versammlung haben könnt. Der Polizei war angekommen und hat gesagt, an flach auf den Boden. Ja, mit in ihren Schuhe an die Moschee reingelaufen und alle Leute flach auf den Boden. Sie haben verhaftet. Also, Krishna sorgt gut für euch, ja, muss ich sagen. Ich bin hier in mein Zimmer und chante Hare Krishna und lese Chaitanya Charitamrita. Genug in diese ekstatische Ozean von Bhakti-Ras. Diesen Ozean von Bhakti-Ras, das ist wunderbar. Dann vergessen wir die Zeit. Ja, dann macht es uns überhaupt nichts aus. Zeit. Ja, wir haben Bhakti-Ras, einen ganzen Ozean. So lasst uns unseren Vorteil nehmen von dieser Zeit und tiefer dieses Ozean von Bhakti-Ras hier reinzutauchen und mehr und mehr die Ekstase von Bhakti zu erfahren. Okay, vielen Dank dann, Hare Krishna.